Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Story ein bisschen weitergemacht. Wir sind in den Erinnerungen von Kellogg eingetaucht und haben herausgefunden, wo unser Sohn Sean ist. Was denen an Und ich bin in Persönlichkeit Bunker Hill entwickeln übrigens. sie durch Gier, da hat jemand mit Ärger gerechnet oder ihn provoziert. Okay. Ich gehe schon wieder herum. Und jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Wir müssen zum, wie ist das nochmal? Das leuchtende Meer. Ich wollte das weißes, blaues irgendwie so sagen. Und ja, ich habe hier eine Quest, die heißt Sprich mit Jack Cabot. Ein Guru namens Edward Degen hat mir einen Job angeboten. Wenn ich Interesse habe, soll ich mich zum Haus Cabots in der Innenstadt von Boston kommen und mit einem Mann namens Jack Cabot sprechen. Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Deswegen machen wir das jetzt auch. Weil hier brauchen wir. Ich habe mal in Nicks Inventar gesehen und er hatte, wie der Zufall will, sogar gerade einen Strahlenanzug dabei. Deswegen habe ich jetzt auch, wo ist er? Habe ich den nicht genommen. Na, Kellogg's Outfit hatte der auch noch, genau. Wo ist der Strahl? Hier, Chemikalien-Schutzanzug. Ja, der gibt 1000 Strahlungsschutz, den könnte ich auf jeden Fall nehmen. Und er hatte die Megapistole noch. So, und jetzt möchte ich mal was ausprobieren, wenn ich Nick sehen könnte. Blick dem Brahmin nicht ins Hey, Auge, wenn du Doc. Verstand hast. So, Sag ich dem tue jetzt Bob, was mal nicht ein stimmt. paar Sachen Für ein paar verkaufen. Kronkorken. Aha. Ach, du hast. Jetzt gerade nicht. Okay, entschuldige mich. Okay, Nick. Hey, hast du was Meine auf Kollegen Lager? haben mir gesagt, dass es so ist, dass wenn ich anderen Leuten Munition gebe, Waffen gebe, benutzen die meine Munition. Und das möchte ich mal ausprobieren. Ich habe jetzt 10 mm. Ich gebe den mal 38. Jetzt müsste er ja eigentlich die benutzen, ne? Dem Herzen? Also, gucken wir mal. Deswegen habe ich Kato bis jetzt noch nie eine Waffe gegeben. Weiß nicht, ob das. Ich meine, ich habe den jetzt 38 Schuss gegeben. Die müsste er ja jetzt verbrauchen, ne? Das brauche ich ein paar Gegner. Also ich habe noch 110 mm und er hat ja 38. Wir gehen übrigens jetzt hier lang, weil das ist hier. Feinde sind in der Nähe, okay. Ich habe keine Ahnung, was für eine Verbindung ich die Mission angenommen habe, aber wir machen es jetzt einfach mal. Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? So. Nimm das! Okay. Hey, schieß Dann zeig los! mal. Du hast 8 Schuss verbraucht. Okay. Ich habe noch. Das heißt, ich muss jetzt 130 haben, ne? So. Kannst du jetzt auch damit schießen? So. Ja, bis 130 in meinem Inventar. Welcher sehen? Wo ist meine 10 mm Pistole? Hier. 130 habe ich im Moment. Wenn er wirklich meine Munition verbraucht, dann ist das natürlich sehr doof. Aber er hat ja so eine Standardwaffe immer ausgerüstet. Okay. So, Brücken, da passe ich erstmal auf in letzter Zeit. Ich brauche noch einen Gegner zum Testen. So ein Ghoul war eigentlich jetzt nicht schlecht. So, hier ist es schon. Haus des Kabots. Als ob draußen ganz groß bitte Leerräumen dran stehen würde. Hi. Ja. Okay. Bis dahin die. Geh mal da rein, ey. Ihr habt ja nichts dagegen, oder? Okay. Verschwinde. Wie verschwinde? Leck mich. Ich will mit Jack Cabot reden. Ah, du bist's. Gut. Komm rein. So, jetzt will ich mal sehen, wer das nochmal ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Privatgrundstück.
Hat doch gerade eingeladen. Ich geb's da rein. Okay. So, jetzt helfen wir mal auf die Sprünge. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe die Mission, die ist sogar vor der Mission von Paladin Dance, also ist das schon ewig her, seit ich die angenommen habe. Du kommst mir bekannt vor, aber... Nach dir. Kommst mir so ein bisschen bekannt vor, aber... Du hast auch Black Ops Klamotten an, ne? Ja, ich glaube schon. Jack, der Neue ist hier. Moment, kann ich den mitnehmen? Nein. Die bräuchte ich. Was? Er kommt gleich. Verdammt, ich muss die Mixtur noch anpassen. Hallo, hallo. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Okay, was ist da oben passiert? Ich bräuchte ein paar Bälle und ein Billard-Crew, weil ich habe auch einen Billardtisch bei mir zu Hause jetzt. Nett, dich kennenzulernen, Jack. Und ich bin sehr erfreut, dich kennenzulernen. Edward findet es lästig, aber ich möchte jeden persönlich kennenlernen, der für mich arbeitet. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Bitte, setz dich. Ja, er hat sich schon bequem gemacht. Ein Zuhause. Ja, diesmal darfst du dich hinsetzen. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Unterbrich mich nicht, Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Ja. Das Universum ist groß. Da draußen kann es auch. Glaube ich echt. Wunderbar. Also in echt auch. Die meisten Leute sind zu engstirnig, um an ein unendliches Universum zu glauben. Aber ich rede nicht von fliegenden Untertassen und kleinen grünen Männchen. Ich meine die verborgene Geschichte unseres Planeten. Die Ursprünge der Menschheit. Uralte Kräfte, die die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Wer schon mal Fallout gespielt hat, weiß, dass es Außerirdische in Fallout gibt. Also, ja. Wegen den Jobs hier. Das klingt interessant. Interessant ist eine Bezeichnung dafür. Wie schön, dass du das sagst. Das ist zu meinem Lebenswerk geworden. Mein Ansatz kombiniert strenge wissenschaftliche Methodik mit einem absolut offenen Geist. So vieles ist uns nicht mehr zugänglich, da die Menschen glauben, die Antworten schon zu kennen. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückdatiert. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend, eindeutig nicht von und für Menschen gebaut. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack! Kann ich ihm sagen, was er zu tun hat? Entschuldige, manchmal vergesse ich mich. Schickst du ihn los, damit er nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Okay, ich glaube, die Quest wird mir gefallen. Okay, du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. Era. Ich bin bereit für meine Arbeit. Gut, das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Viele Fragen. Eigentlich nur 1 Million davon. Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, ich muss zur Irrenanstalt zurück. Geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Lass dich bei deinem ersten Job nicht umlegen. Also bin ich ein bisschen verwirrt. Ich soll erst zu der hingehen, dann soll ich zur Irrenanstalt, dann soll ich hier zwischen der Stadt und hier hingehen. Also wo muss ich denn jetzt hin?
Sprich mit dem Chef der Wachen. Ist das an der Irrenanstalt? Ihr meint da, wo ich schon reingegangen bin und einige getötet habe? Ja. Da könnte es vielleicht ein paar Probleme geben, wenn ich da nochmal aufkreuze. Oh Gott, hoffentlich vergessen die das. Das könnte ja interessant werden. Hoffentlich geht es noch weiter mit Aliens und so, weil das würde mich interessieren. Ich glaube auch echt an Aliens, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alles, was hier passiert ist, auf unserem Planeten, das hat nirgendwo im weiten Universum, wo es 1 Milliarde Planeten gibt, nicht auch nochmal passiert ist. Also das ist nicht irgendwie, ja. Schön, dich wiederzusehen. Zeta-Pistole, was? Die hätte ich doch gerne. Wohl, wenn das nur so eine 0815 Waffe ist, dann muss das nicht. Oh, du bist's. Aber ich werde darauf zurückkommen. Hier kann ich auch nirgends rein. Mein Gott, hat der viele Bücher. So auch Zeitschriften. Ja, dann gehen wir. Ist das ein Stealth Boy gewesen? Nee. So, haben wir als abgehakt. Dann gehen wir jetzt zur Irrenanstalt zurück. Oder hier ist auch noch was. Ach, eine Toilette. Mein Gott. Ist ja alles nur so gut erhalten. Das ist echt hier gut. Alles. Ja, okay, ich werde wahrscheinlich hier noch ein paar Mal öfter reinlatschen. Also mal gucken, ob ich irgendwann die Zeta-Pistole nehme. Oh, so. Hat er mich hier eingeschlossen? Wie kann er es wagen? Okay. Dann zurück zur Irrenanstalt. Oh Gott. Schreck mich nicht so. Okay, ich werde mal hier schnell speichern und gehe dann mal zur Irrenanstalt. Die nehmen es mir doch bestimmt nicht übel, dass ich jetzt da schon mal reingegangen bin und ein paar getötet habe, ne? Na gut. Ich hoffe, da passiert nicht mehr so krasses Zeug wie am letzten Mal. Part 70, glaube ich, war das. Wo nur alles rumgebackt habt. Ach, du bist okay. Hallo, ich habe zwar ein paar von euch in der Vergangenheit getötet, aber nehmt ihr mir nicht übel, oder? Hier ist der Zutritt verboten. Geh lieber weiter. Edward Deegan schickt mich. Ich suche nach einem verschollenen Paket. Oh, du bist der Neue? Also dieses Paket. Ich weiß ziemlich genau, wo es ist. Die Typen, die Ben erschossen haben, halten sich in der Parsons-Molkerei versteckt, nördlich von hier. Danke für deine Hilfe. Ab hier können wir übernehmen. Na klar doch. Hey, sei vorsichtig. Es ist seltsam, dass sie immer noch in der Nähe sind. Gewöhnliche Raider wären schon längst mit der Beute über alle Berge. Scheint fast, als würden sie den Ort auskundschaften. Ich wäre froh, wenn du sie vertreiben könntest. Okay, das war, weiß ich nicht. Einfach nur, damit wir jetzt gesagt bekommen, das ist da. Okay. Die Gegend hier habe ich sehr verrückt in Erinnerung, aber wird schon funzen. Hi! Na, erinnert ihr euch? Ich habe euch mal getötet. Okay. Finde ich toll, dass die nicht so nachtragend sind. Das ist echt Korall von denen. Gut.
Warte mal, hier bin ich irgendwo mal so reingegangen, ne? Okay. So eine Automan. Geht aber leider nicht weiter. Okay, ich habe 130 Schuss im Moment. Gucken wir mal, ob die Munition weggeht, wenn er auf was ballert. Und Cry. Sieht nicht so groß aus. Aber da sind Raider, also aufpassen. Aber Raider sind eigentlich auch nicht so schlimm. Okay, gut, geil. Bring dich selber um. Da kommt jemand. Ah, was für eine Waffe nehmen wir denn? Für die haben wir gerade viel Munition. Was? Einer. So, das dachte ich, da wäre auch einer. Raus. Okay. Nick, hast du schon geschossen? Oh. Noch ein Raider-Abenteuer. Hat man schon letztens. Oh Gott. Hilfe. Komm mal hier hin. Da ist er Schütze und der verbraucht keine Munition anscheinend. Na komm. Oh, da unten kommen auch welche. Da hinten sind auch Gegner, verdammt. Nein. Buff. 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 Oh. Oh, warum kommen denn jetzt hier noch welche dazu? Red minus 36.000? Hilfe. Was ist das? Da. Boff. Boff. Also gut. Oh, oh, sehe ich. Da. Oh. Ah. Ja, mal normale Gegner. Warte mal. Okay, ich habe meine ganzen Klamotten. Das Ding doch. Wäre schon mal weg. Warum müssen ausgerechnet jetzt hier noch so nach 15 Raider noch vorbeikommen? Der ist gut, oder?
folgen mir auch noch. Ich treffe den noch nicht mal. Ich möchte nicht meine Schrotpistolen schon wieder hier Patronen hier verschwenden. So, das andere jetzt. Hier geblieben. Will ich nicht, ne? Aus Mutier. Mutier ist ja sowas von nicht sehr. Da gehen wir immer auf den Nerven, ja, bei jedem einzelnen legendären Gegner. Ja, so, jetzt komm. Nicht die Waffe. Oh Gott. Ich dachte Zeitlupe. Naja, muss. Hier geblieben. Ah, da war schon wieder ein Tanz. Wo ist er? Safe-Knackers. Was soll ich denn damit? Ja, ja, so. Immer noch. Dingens. Sag mal, was du für eine Waffe hast. Bin hier Nick. Dann geh doch. Mein Gott. Nick, sag mal, was du für eine Waffe hast. Bleibst du mal hier? Sag mal deine Waffe. Ich glaube, das ist gar nicht die Pistole, die ich denen gegeben habe, ne? Aufgepasst. Wenn ich habe, was du brauchst. Das hat er sie ausgerüstet, okay. Gut, weiter im Text. Wir haben die Mission schon erledigt, das ist ja schon mal gut. Na, relativ einfach. Die Raider am Ende hätte nicht sein müssen, aber was soll's. Passiert halt. Yeah. So, was haben wir neu hier oben? Kann ich den mitnehmen? Und hep. Oh. Spielzeug Trucks und Autos und Raketen. Die haben Schrauben, deswegen nehme ich die mal mit. Ein Schaffwort. Mit so einem Kaliber 50, sehr gut. Oh, ein Schrotpatron, sehr gut. Eine Angel mitnehmen. Wenn man doch nur angeln könnte in dem Spiel, das wäre so schön. Hm. Jetzt auch noch weiter. Oder auch nicht. Warte mal hier. Nitz. Doch. Holz gesichert. Ne. Okay, das wär's. Und Toaster, geil. Kann ich mit Toast unterwegs machen. Oh.
mal nix, dann können wir ja zurück zu dem Typen. Okay. So, abgeschossen, sehr gut. Oh, machen wir halt noch schneller. Okay, komm. Gib mir Erfahrungspunkte für diese Mission und so, weil dann könnte ich Schmied aufleveln, meine Nahkampfwaffen ein bisschen verbessern. Zum Beispiel das Chemdrown-Schwert, was ich jetzt habe. Damit das, ich glaube, Strahlungsschaden macht. Außerdem kann ich nichts anderes aufleveln. Weiß, alle bräuchst du irgendwie Level 40, 41 und so. Da muss ich ein paar Punkte sparen. Aber ich glaube, das ist so, wenn ich denen irgendwie eine Pistole gebe und ich denen keine Munition dabei gebe, dann nimmt er seine Standardpistole, die er sonst mal hat. Sollte das vielleicht besser sein, wenn ich denen seine Standardpistole immer gebe. Ich weiß ja nicht, leveln die eigentlich auch mit mir? Wenn ich ein höheres Level erreiche, leveln wir dann auch auf? Nehme ich mal an, ne? Gibt ja auch Perks irgendwie, die AP und so von denen erhöhen oder den Schaden verringern. Also diese Magazine hier, Live and Love oder irgendwie sowas. Verschwunden und ich will, dass sie gefunden wird. Sie ist nicht verschwunden, Mutter. Hast du rausgefunden, was dem Kurier zugestoßen ist? Aber deine Schwester ist verschwunden und sie muss gefunden werden. Ist Edward nicht da, um die Familie zu beschützen? Kaum der Rede wert. Nur ein paar Raider, die ihn überfallen haben. Mir gefällt nicht, dass sich Raider bei Parsons rumtreiben. Hoffentlich ist das nicht der Anfang eines Problems. Was ist mit dem Serum, das er bei sich hatte? Konntest du was zurückholen? Ja, komm. Und diese eine Ampulle war noch da. Ah, gut. Ich hatte schon Angst, dass wir nichts so. Ich werde schon was für das leuchtende Meer hier finden. Du bekommst einen kleinen Bonus, weil du das Serum zurückgebracht hast. Gute Arbeit. Als nächstes. Ich hätte auch behalten können, ne, aber. Verdammt. Es ist an der Zeit, dass du Wilhelmina kennenlernst. Jack wird darüber nicht erfreut sein. Komm. Jack, ich kümmere mich drum. Mrs. Cabot, keine Sorge. Ich schicke jemanden, der Imogen sucht. Danke, Edward. Auf dich kann man sich das immer verlassen. Das hier ist eher ein Museum als ein Zuhause. Warum kannst du nicht so treusorgend sein wie der liebe Edward? Du solltest nicht so nachsichtig mit dir sein, Edward. Das nächste Mal wird es noch schwieriger mit ihr. Ich mache nur meinen Job. Apropos, das ist alles, was von der letzten Lieferung aus Parsons übrig ist. Die Raider haben sich leider den Rest geholt. Ah, gut. Endlich. Das wird meine Mutter beruhigen. Imogen ist Jacks Schwester. Das hast du dir sicher schon gedacht. Ich hab mir ja gesagt, dachte die Mutter. Flatterhaft, impulsiv. Ja, jetzt nicht so jung aus. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie. Normalerweise mit einem neuen Liebhaber. Dann schicke ich jemanden los, der sie zurückholt. Großartig. Die Schwester ist noch verrückter als Jack. Sie ist nicht verrückt. Sie will nur, dass die Welt anders ist, als sie ist. Ich weiß nicht, wo sie hin ist, aber ich weiß, wo du mit der Suche anfangen solltest. Sie hat viel Zeit im Good Neighbor verbracht, im Jasper-Ort, dem Third Rail. Dort wird jemand sicher was wissen. Sie ist nicht für ihre Verschwiegenheit bekannt. Alles klar, dann gehe ich nach Good Neighbor. Da waren wir ja letztens. Okay, aber erstmal aufleveln. Und zwar hier, Schmied, weil sonst kann ich nichts anderes. Meinen vorhandenen Sachen nehmen. So, und Schmied können wir sogar im nächsten Level ab voll aufballern. Das heißt, ich kann alle Nahkampfwaffen hochleveln. Gut, aber ich beende erstmal den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.